meine lieben Freunde und Sailor-Krieger da draußen. Ihr seht schon, ich habe zur Feier des Tages mein Sailor Moon Pullover an, denn ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich habe lange überlegt, aber ich habe es tatsächlich gekauft von Niki Tutorials. Nimja, das ist ihre neue Brand, die sie rausgebracht hat und die ist auch nicht ganz günstig. Aber laut ihrer Aussage stecken auch keine großen Investitoren irgendwie dazwischen. Und ja, das werden wir heute austesten. Wenn ihr genauso gespannt seid, wie die sind, dann bleibt dran. Viel Spaß! Okay, also, es sind insgesamt 5 Produkte, die sie rausgebracht hat. Ich habe auch extra noch gar kein Make-up und gar nichts drauf. Das erste ist einmal ein Brr-Brr Cooling Eye Stick. Der sieht so aus. Also die Verpackung. Und immer, wenn man die Verpackung aufmacht, ist hier die kleine Niki drauf. Und der Cooling Eye Stick hat diese wunderschöne schimmernde Farbe. Ja, und wir machen ihn mal auf. Ah, okay. Es ist hier wie so ein Lippenstift. Oder ja, so Fettstift sieht das aus. Durchsichtig. Das werden wir jetzt mal ausprobieren. Es ist natürlich keine Naturkosmetik, aber es sind Silikone drin, die alle wasserlöslich sind. Das finde ich schon mal sehr gut dafür. Und ja, ich bin gespannt. Es riecht nach gar nichts. Okay, ich bin aufgeregt. Es fühlt sich an wie so ein Stift, Pflegestift für die Lippen, aber es ist nicht so fettig und es ist auch nicht so viel Produkt, was abgeht. Also etwas fester als so ein Pflegestift. Und ich bin wirklich gespannt. Er kühlt jetzt nicht richtig. Also da ist jetzt nichts drin, wo man das Gefühl hat, das kühlt richtig doll. Und auch wirklich, wie gesagt, sehr fest von der Konsistenz. Dann kommen wir zu dem nächsten Produkt. Und zwar hat sie noch ein Serum rausgebracht. So sieht die Verpackung aus. Und zwar heißt das License to Glow Serum. Und da sind 50 Milliliter drin. Also wie gesagt, ich habe jetzt für das Bundle knapp 100 Euro bezahlt. Aber es ist wirklich riesig viel Produkt drin. Und die Flasche, ja, die schimmert so metallic rot und ist wirklich, ja, ich weiß gar nicht, was für Material. Auf jeden Fall ziemlich schwer und sehr, sehr, sehr viel. Insofern ist es auch okay, wenn es ein bisschen teurer ist, weil man hat da ja sehr lange was von. So, ach, hier sieht man sogar, wie viel drin ist. Das finde ich ja wirklich praktisch. Und ja, wir machen das mal auf. So sieht das aus. So blauschimmerig. So, ich habe jetzt mal ein bisschen hier drauf getan. Es riecht sehr neutral und es zieht schnell ein, habe ich das Gefühl. Es ist auch nicht so fettig. Und riechen tut das wirklich nicht so doll. Ich muss noch was für die Stirn ein bisschen. Also es ist eine sehr leichte Textur, eine sehr leichte Konsistenz. Aber es fühlt sich wirklich gut an. Und wie gesagt, das sind wasserlösliche Silikone. Klar merkt man, dass es weich macht, aber seht ihr das schon? Es glänzt ein bisschen. Ich mache mal was auf die Handfläche. Dann könnt ihr das vielleicht besser sehen. Also, so schimmert das. Wir verreiben das mal. Man sieht so einen ganz dezenten blauen Schimmer.
Ja, also die Textur fühlt sich wirklich, wirklich richtig gut an. Es zieht auch, wie gesagt, schnell ein. Und dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Produkt. Ah, das als Base, also das ist schon schön. Das nächste Produkt, da bin ich wirklich sehr gespannt drauf, ist Where It All Starts Cream. So sieht das aus und hier habt ihr das noch mal in groß, wenn man das aufmacht, dann habt ihr Hello Niki, ja, immer ein Bild von ihr und das ist die Verpackung. Ich muss sagen, ich hätte wirklich nicht gedacht, dass sie solche Farben rausbringt. Also ich hätte eher gedacht, dass das vielleicht Richtung Pastell geht, wenn sie was rausbringt oder ja, nicht blau und rot, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass das Blau und Rote vielleicht für Mann und Frau steht. Ich weiß es nicht genau. Da ist wirklich auch viel drin. Das sind 45 Milliliter, die da drin sind. Es ist ein wunderschöner Tiegel mit diesem diamantenen Schliff. Wie gesagt, von den Farben her, es sieht in echt wunderschön aus. Ich muss sagen, es sind nicht so meine Farben, aber sie wird sich schon was dabei gedacht haben. Und wie gesagt, ich glaube schon, dass das so Mann, Frau und so dafür steht. Ja, dann haben wir hier eine Schutzkappe. Und ich mache das mal auf. Aber es hat tatsächlich, das riecht schon ein bisschen parfümierter. Es hat tatsächlich so eine Marshmallow-Konsistenz. Sie hat davon immer gesprochen. Man denkt so, hä, was meint sie? Aber es ist so, ja, ein bisschen Marshmallow. Soll ich das mal zeigen? Also, wenn man hier so reingeht. Marshmallow. Dann tragen wir mal Marshmallow auf. Es riecht ein bisschen süß. Und ich hoffe, ich vertrage das. Mega weich. Vom Duft her ist mir das ein bisschen zu stark. Die anderen riechen ja wirklich fast kaum. Aber die Textur ist toll. Also die Textur ist wirklich wunderschön. Man sieht auch schon diesen leichten Schimmer. So ein bisschen Perlmutt. Finde ich richtig schön. Also man sieht schon, es glänzt wirklich. Schon stärker, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob mir das so auch im natürlichen Licht vielleicht zu viel wäre, könnte ich mir vorstellen. Aber als Base ist das wirklich toll. Es hat so eine leicht klebrige, einen klebrigen Untergrund jetzt. Aber, oh, der Glow ist schön. Guckt euch das mal an. Einziger Minuspunkt ist der Duft, aber das ist ja sehr Geschmackssache. Und ja, da werde ich gleich ein Make-up drüber machen. Dann hat sie noch ein Setting Spray und das ist so riesig. Die Verpackung sieht so aus. Das ist das Set It and Forget It Setting Spray. Und da sind 90 Milliliter drin. Also wirklich für den Preis ist das, finde ich, super. Das hat so eine gummiartige, ja, fühlt sich so ein bisschen gummierig an, ist auch matt. Und ja, so sieht das aus. Das werde ich jetzt noch nicht benutzen. Dann gibt es noch, und das finde ich so gut, es gibt ein Fan. Wie heißt der? Blow Before You Go Fan. Das ist die Verpackung. Das ist der Fan. Da ist sogar ein Ladekabel mit dabei. Also man kann das dann halt chargen. Und so ein kleiner Ständer. Dann kann man das hier so raufstellen. Und wenn es zum Beispiel im Sommer heiß ist, kann man den anmachen. Aber ich finde ihn wirklich toll. Und er hat drei Stufen. Erste Stufe, zweite Stufe, dritte Stufe. Ihr hört es, ne? Und das ist ja der ultimative Tipp. Also, wenn ihr
euer Setting Spray, also euer Make-up gemacht habt und dann das Setting Spray raufgebt, ist das der beste Trick, sofort das halt ja, mit dem Fan, kann auch so ein wie in Spanien oder China, wisst ihr, diese Handfächer, damit kann man es theoretisch auch natürlich machen, Setting Spray rauf und dann sofort trocken fächern und dann verbindet sich das mit dem Make-up. Und das ist der beste Trick. Das hält dann nochmal doppelt so lange, als wenn man das halt nicht trocken pusten oder wedeln, wie auch immer würde. Aber ja, da würde ich sagen, mache ich mal Make-up und dann melde ich mich gleich wieder. So ihr Lieben, ich habe jetzt gerade einen Look geschminkt und ich glaube, das Video ist auch schon online. Aber ich wollte ja unbedingt noch das Setting Spray ausprobieren und deswegen bin ich jetzt zurück hier in diesem Video. Und ich würde sagen, wir probieren das aus. Ich bin sehr gespannt, wie das riecht, wie das sich anfühlt. Make-up ist drauf, Eyeshadow ist drauf und erstmal dieses Setting Spray direkt mit dem Fan trocken machen. Ich weiß gar nicht, warum ich schüttle, ob man schütteln muss. Okay, und Luft anhalten, los geht's. Also, es hat den gleichen Marshmallow-Duft wie die Creme und ich dachte, es kommt so fein neblig raus, kommt es aber gar nicht. Also es ist sehr, weiß ich, seht ihr das? Kommt sehr, ja, wie soll ich sagen, halt nicht fein neblig raus. Oder habe ich was falsch gemacht? Na doch. Nee, es kommt nicht so fein neblig raus. Es ist schön zerstreut, aber... Es gibt ja welche, die wirklich so ganz, ganz wie Nebel das versprühen. So ist es nicht. Man kann auch noch eine Stufe doller. Aber so muss man das denn halt trocken fächern, wedeln. Hier habe ich sonst auch noch so einen Fächer. Das habe ich sonst immer so gemacht. Ich finde, das Setting Spray, oh mein Gott, das hat so einen schönen Glow. War das davor schon so? Nee, ne? Das hat einen richtig schönen Glow. Oh mein Gott. Ja. Also, hier soll es eigentlich nicht so glänzen. Aber, oh, ich sehe aus, als ob ich eine Porzellanhaut hätte. Es ist trocken. Oh, es fühlt sich richtig. Also überhaupt nicht. Sonst merkt man ja, dass das Make-up, dass das so klebt oder dass man auch weiß, man hat was an den Händen. Aber das fühlt sich so wie Haut an. Krass. Und es ist alles abwaschbare Silikone, was mich ja immer sehr beruhigt. Es fühlt sich an wie so eine... Es fühlt sich an wie Haut, als ob man gar kein Make-up drauf hätte. Oh mein Gott. Ich bin so begeistert gerade. Es fühlt sich an, als ob man nichts drauf hätte, wenn man so die Hand drauf batscht. Also, Leute. Und dieser Glow. Ich liebe das ja. Ich finde das total schön. Man könnte jetzt ein bisschen abpudern, da wo man nicht will, dass man da den Glow hat, aber... Ich finde, das ist so... Viele haben ja dieses Dimenticone drin. Das ist halt ein Silikon, was sich nicht abbauen lässt. 0,0 und auch schwer von der Haut sich waschen lässt. Also da muss man ordentlich schrubbeln. Aber das ist jetzt halt... Und die Naturkosmetik-Setting-Sprays, die halten halt natürlich nicht so gut, auch wenn die besser sind. Aber das ist ja jetzt ein richtig, richtig toller Kompromiss. Also finde ich jetzt... Wir haben alle Produkte ausprobiert. Das Serum finde ich absolut schön. Die Creme verleiht aber nochmal so einen heftigen, wunderschönen Glow. Setting Spray hätte ich wirklich nicht gedacht. Wirklich nicht. Also, ja, man fühlt nicht, dass man irgendwas, irgendwie Make-up drauf hat. Mit dem Cool Eye Stick ist eine schöne Base für Eyeshadow, aber...
Auch von der Textur halt richtig schön. Riecht halt gar nicht. Ja, ist jetzt, sag ich mal, von allen Produkten das, was ich am wenigsten krass finde. Aber, um das mal so auszudrücken, aber, oh mein Gott, Setting Spray und die Creme und ich vertrage es. Ich habe jetzt wirklich einige Stunden drauf gehabt. Ich vertrage es und ich bin wirklich sehr, 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 sehr allergisch. Aber ich bin absolut begeistert vom Setting Spray vor allen Dingen und von der Creme. Das sind meine beiden Lieblingsprodukte. Die werde ich auf jeden Fall weiter benutzen. Und ja, ich würde sagen, das war's mit meinem Video. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Wenn ja, schreibt mir unbedingt in die Kommentare, ob ihr euch das auch kauft. Und ob ihr das euch schon gekauft habt vielleicht. Was ihr gerne ausprobieren würdet, schreibt mir einfach unter die Kommentare und lasst mir natürlich sehr gerne ein Abo da. Da freue ich mich sehr. Und dann würde ich sagen, Knutscher gehen raus und bis zum nächsten Video. Nicer.